Nasser Sefsafi, einer der wichtigsten Figuren der Hirak-el-Rif-Bewegung, kämpft seit mehreren Jahren für bessere Bedingungen in der Rif-Region im Norden Marokkos. Die Bewegung erfährt permanente staatliche Repression. Auf Massendemonstrationen folgen Massenfestnahmen. Nachdem Sefsafi eine Freitagspredigt unterbrochen hatte und dem Imam vorgeworfen hatte, ein Sprachrohr für staatliche Propaganda zu sein, wurde auch er festgenommen. Bei Verhaftung, Transport und Verhör wurde er massivster Polizeibrutalität und Folter ausgesetzt. Er wurde daraufhin zu 20 Jahren Haft verurteilt. Seine Gesundheit ist extrem schlecht. Er leidet unter Seh- und Atemproblemen sowie Nervenschmerzen. Die Verwaltung verweigert weiterhin Sefsafi die notwendige medizinische Versorgung. Sefsafis einziges Vergehen war, frei seine Meinung zu äußern und für bessere Bedingungen in seiner Heimatregion zu kämpfen. Hilf Nasser zu befreien und schreibe einen Brief an die marokkanische Regierung.